Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Hulk Tactics. Und mir ist gerade was aufgestoßen. Und zwar haben wir hier bei den Blood Angels etwas, was wir bei den Tyranniden nicht haben. Wir haben diese Mini-Skirmische, die halt die Bedrohung der Tyranniden zeigen soll. Und ich habe gerade wirklich eine Mission gehabt, die war identisch mit der Story-Kampagne. Ich glaube mit der zweiten oder so. Wir hatten auf links und rechts diese Geschütze und mussten 8 Runden lang einen Punkt festhalten. Das war genau die identische Karte und darum dachte ich mir, zeige ich das jetzt nicht. Und dafür gab es ein bisschen Schrott und ich glaube den Schrott können wir mal ausgeben oder diese Teile. Zeig dir mal das Menü. Genau, dann können wir mal bessere Karten kaufen. Bessere Gegenstände wären auch mal echt geil. Hat. Kann ich kaufen. Wo der hat ja schon Energieschwert. Ach, wir können jetzt hier auch 2 schwere Leute mitnehmen. Ich laufe ja immer noch. Ne, gar nicht. Weil der hat hier so ein anderes Symbol als dieser hier. Weil das sind, glaube ich, hier die Nahkämpfer mit dem Symbol. Und das sind die, genau, mit der schweren Wumme. Das heißt, der hat dasselbe Symbol wie der andere, bloß der hat die Waffe noch wahrscheinlich gar nicht. Könnte sie aber bekommen. Und was kann dieser Apothekario? Dieser Arzt, sage ich mal. Erreicht den Trupp. Für jeden Einsatz in der nächsten Mission bereit. Er besitzt die passive Fähigkeit, den Tod eines Bruders zu verhindern. Der vor ihm steht. Irgendwie verhindert er das? Ich finde das ja gut, aber wie? Dann verbessern wir den mal gleich. Ziele auf einen Terminator bis zum nächsten Zug beträgt seine Reichweite plus 2 für das nächste Abwehrfeuer. Ziel auf einen Terminator bis zum nächsten Zug ist er gegen Flammen und toxischen Nebeldämonen. Scheiß auf toxischen Nebel. Was können wir bei dem noch verbessern? Ziel auf einen Terminator bis zum nächsten Zug. Die Reichweite um 6. Ziel auf einen Terminator 1 plus beim nächsten Schuss. So, dann wird sie langsam mau. Den verbessern wir auch nochmal. Und ja, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Und weiter geht's. So, wir haben einen Fehler in ihrer Struktur entdeckt. Vielleicht können wir hier eine Bombe platzieren. Das ist auch Thema bei den Tyranniden, also bei den Symbionten. Oder Genstealern in dieser Kampagne. Das versuchen ja die Deathwing und die Ultramarines sind ja auch quasi gescheitert bei der Geschichte. Platziere die Bombe an markierten Ort. 20 Züge. Platziere die Bombe mit dem Sergeant an einem markierten Ort. Der macht das der Sergeant. Kein Problem. Sergeant Zahariel, heed me. I have conferred with our tech adepts, and we have prepared a strategy to destroy the Space Hulk. As we suspected, the scry sensors indicate that numerous energy cores are still active within the mass of the derelict. Bitte vielmals um Entschuldigung. Boah. Wo kam das denn her? Indeed. But for this tactic to be effective, you will need to set several charges across the span of the Hulk and detonate them in sequence. The resulting chain reaction should split that behemoth apart. Our faith shall be our shield, Captain. The Emperor protects. Ja, unser Glaube wird ein Schild sein. Der Imperator beschützt uns. Forgive me, Captain Ubaldo, I would speak with you. Lexicanum Hagios, you have my attention. Captain Ubaldo. Before we embarked on this mission, I searched the archives for data on this derelict. I found nothing. The Blood Angels have never encountered this Space Hulk before. But the Ultramarines did.
and they did not live to tell the tale. This bodes ill. One cannot help but question how the Ordo Xenos know this ship. The Inquisition must be here for a reason. Marburg is an expert on the Genestealer species. He knows more than he is saying. My second sight tells me so. Ich kann das auch sehen. Perhaps. But we will not bend our knee to him. Our chapter needs the Gorgonum Forge intact, my lord. And our forces here are few. Respectfully, it would not serve us to let pride blind our judgment. I will consider your words, Hagios. But for the moment, we must continue with our mission. Gut. So, als Belohnung gibt's Kettenfäuste. Für Bruder Armando und Karanil oder so. Für unsere Brüder. So. Ja. Die kriegen Kettenfaust, die ich jetzt rausnehme. Einer muss davon weichen. Du wirst weichen. Dafür kommt unser neuer Bruder, der Onkel Doc, ins Team. Und wir sind bereit, den Symbionten in den Arsch zu treten. Aber ich glaube nicht, dass die Bombe, auch wenn wir sie erfolgreich platzieren, diesen Space Hulk auseinander explodieren lässt. Vielleicht ein Teil. Aber die Story wäre dann schon zu Ende. Das ist noch ein bisschen kurz. Ich glaube nicht dran. Mal gucken. Ladidadidadi. Lad ein bisschen schneller. Ich bin ungeduldig. So. Stand by. Transmitting map data now. Proceed to this location and plant a melter charge at the designated waypoint. Klingt einfach. Orders acknowledged. Squad to combat formation. Weapons free. Feuer frei, jawohl. Ja, wohin mit den Apothekarius? Ich pack dich mal dahin. Teleportation completed. Mein Sergeant ist wichtig. Da kommt die zweite Reihe. Und wer bist du überhaupt hier? Sehe ich das? Gut. Das ist ein wichtiger. Der macht den. Ne, warte mal. Kommt dahin. In position. Der Unwichtige kommt dahin. Teleportation completed. So, und ich platziere alles, ohne mir mal die Karte anzugucken. Das ist ja auch geil. Also hier kommen sie auf jeden Fall. Hier ist eine Waffe aktiv. Ich glaube, aktiv ist die nicht. Die müssen wir aktivieren. Und die können wir von der Konsole aus aktivieren. Das machen wir dann auch gleich. Dasselbe haben wir dann auch hier. Das heißt für uns, wir müssen weiter jeweils. Und diese... die werden wir wahrscheinlich nicht aktivieren. Ja, irgendwo müssen wir mal durch. Und hinter uns immer die Türen zumachen. Das klingt nach einem Plan. Ich glaube, das machen wir. Space Marines. Los geht's. Für den Imperator. Für den toten Primarchen der Blood Angels. Ich glaube, das war der komische Typ mit den Flügeln. Sanguinus oder sowas. Okay. Nein, das habe ich mich bewegt. Fuck. Scheiße, einen Aktionspunkt verballert. Oh, erstmal strikt nach vorne. So, da müssen wir mal von einer anderen Perspektive sehen. Dank. Toll. Dornbolter. Toller. Also diese wuchtigen Bewegungen so, ne, wie man sich das so vorstellt, das haben sie echt gut hingekriegt. Und auch das Design so. Nicht schlecht. Aber ein paar kleine Kritikpunkte gibt es an dem Spiel, finde ich. Also das habe ich Onkel Doc hier wahrscheinlich schon zu sehr bewegt, dass er hier nämlich nicht mehr
seine volle Bewegungspunkte gehen kann. Ach, das ist so. Scheiße. Was so eine kleine Bewegung, so eine kleine falsche Bewegung hier in so einem Spiel was ausmachen kann. Naja. Ich weiß nicht, ob Rot aktiv ist, aber ich glaube, Rot ist nicht für mich gut, glaube ich. Ich will mal einen gleich aktivieren, das sehen wir dann gleich. Ah, er wird beschossen. Das heißt, wir müssen einen deaktivieren. Und zwar würde ich den bevorzugen. So, haben wir irgendeine tolle Karte, die wir vielleicht spielen können? Eine, die uns die Tür öffnet? Ziele auf den Terminator? Nee, ich glaube, das war bei den Symbionten oder Genstealern. Nein, dass die eine Möglichkeit haben, so eine Karte hier. Die Tür, nächste Tür öffnet sich automatisch. Und dann haben wir hier schon den nächsten. Erstmal rein hier. Ich hoffe, we confirm the presence of Scorpion turrets in your area. They are still active, but their foe recognition software seems to be malfunctioning. You may be able to reprogram them. Acknowledged, Brother Captain. Kinsman, look for any control. I am moving. Also muss ich doch eine Kontrolltafel irgendwie bedienen. Warte mal ganz kurz. Nur mal kurz gucken. Platziere eine Bombe in 18 Sekunden. Genau. Platziere eine Bombe mit einem Sergeant. Töte alle gegnerischen Einheiten. Ja, das wollen wir ja eben. Ich bin eh immer dafür, alles zu zerstören. Das ist so einfach toll. Yes, brother. Yes, brother. Und du gleich weiter. Onkel Doc. Los. Moving forward. Hopp, hopp. In dir hängen wir ein bisschen zurück, Onkel Doc. Ja, dann war's das. Wir müssen da schnell vorbei. Hallo! Oh, da kommt gleich hier die doppelte Überraschung. Ich glaube, das Geschütz ist gleich kaputt. Oh, der hat die Tür aufgemacht. Junge, das ist nicht nett. Papier! Die Geschütze sind scheiße. Das sind ja die beschissensten Geschütze ever und die werden gleich das eine Geschütz von hinten zerstören. Ja gut, die Software müsste upgedatet werden. Hat er ja irgendwie gesagt, ne? Software-Fehlfunktion. So. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt hauen würde, was für eine Wahrscheinlichkeit haben wir da? Eine sehr schlechte. Ja, wenn ich schießen würde, was für eine Wahrscheinlichkeit haben wir da? Auch eine sehr schlechte. Okay. Nein, wird einfach zurück. Was haben wir nochmal hier für Karten? Gegenschlag interessiert mich nicht. Plus 2 für den nächsten Angriff. Ziele auf den Terminator. Der nächste Nahkampf wird ein Erfolg. Starte spielen. So, Nahkampf 100%, würde ich gerne nochmal aus dieser Perspektive machen. Dann hauen wir dem einen auf den Latz. Schön, filetiert. So. Habe ich mich gedreht? Nee, ne? Können die anderen machen? This Scorpion turret is under our control.
Resetting the targeting device. Ah, Zielerkennung wird neu eingestellt. Okay, ich hoffe, dann zielt er jetzt auch besser. Wo ist seine Konsole? Die ist nämlich hier. Ah, da gehe ich nicht raus. Da gehe ich nicht hin. So, weil er steht mir hier im Weg. Egal. So, gehen wir hier mal kurz rein. Ich liebe diese Ansicht. Nahkampf ist doof. Nein! Ich wollte nicht Nahkampf machen. Ich wollte schießen. Guck so. Doppelschuss. Trippelschuss. Was für ein Elite-Kämpfer, oder? Ist quasi ein Feld vor mir und ich brauche 3 Schüsse, um diesen Platz zu machen. So, können wir noch eine Karte umwandeln? Das wäre echt toll. So, dass du einfach mal aus dem Weg gehst. Mehr wollte ich nicht. Alles gut sonst. So, denn... 2 in diese Richtung. Und du deckst die Seite. So, Onkel Doc. Ja, ich ziehe jetzt hier einfach geradewegs weiter, weil wir müssen ja irgendwie weiterkommen hier. So, jetzt sind wir alle auf den Haufen. Jetzt eine Melterbombe hier mitten in den Raum rein und wir sind platt. Okay, weiter. Was sagt mein Kaffeestand? Kaffeestand sagt 0%. Scheiße. Ah, den haben wir erwischt. Und der wird jetzt hinten platt gemacht, ja? Ja, der hat von hinten das Geschütz zerstört. Das ist jetzt ultra scheiße. Gut, oder auch nicht. Wir ziehen weiter. Schick mal ihn nach vorne. Und warte mal, wir können noch mal eine Karte umwandeln. Wir brauchen 4 Aktionspunkte idealerweise. Aber haben wir nicht, ne? Ziele für einen Terminator, wenn er einen Nahkampf überlebt, erhält er plus 5 auf den Gegenschlag. Wenn ich die spiele, kriege ich vielleicht eine neue, kann das sein? Karte spielen. Ich packe den mal auf den da. Und kriegen wir eine neue. Nee, wäre zu schön gewesen. 2 AP-Punkte, dann kann ich den einen Typen, oh, Entschuldigung, kann ich höchstens drehen, aber... Hm. Zieh mal weiter. Der hat 3. Die Frage ist, wenn ich den jetzt aktiviere, ob er uns dann erkennt oder uns dann quasi immer noch beschießt. Ich mache einfach mal Deckung, falls er stirbt. Wir lassen mal die Tür zu. Und von da kommt gerade keiner. Wir haben da jetzt mehrere Gegner, die aus dieser Richtung kommen. 3, 5. Wisst ihr was? Wir wandeln jetzt hier nochmal eine Karte um. Legt alle 3 Karten ab, ziehe 3 neue. Ah! Nicht die vorher nicht leer haben können, verdammt. Was haben wir hier noch? Komm, die wandeln wir um. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber hier... Vielleicht kann er auch hier diagonal, ich weiß es nicht. Müssen wir... So, da kommen sie nämlich, die Heuschrecken. Oh, einer geht da rum. Und von da kommt auch einer. Scheiße.
Shitte. Kannst du zwei einfach zurück? Und dann. Genau. Overwatch. So. Jetzt ist natürlich doof. Hier ist das Steuerpult. Da ist der Bösewicht. Wir versuchen es trotzdem. Ach komm, bevor wir schießen, wollen wir die coole Ansicht. Coole Ansicht. Und schießen mal. Gut. Er ist weg. Wir gehen aus der coolen Ansicht raus. Und geben ihn einfach nochmal, Ach komm, wir wandeln die einfach um. Jetzt müsstest du da dich umdrehen können. Und das aktivieren. So, Software-Update wurde installiert. Hier mache ich AP. Und ja, zurück, es geht einfach. Ja, der Onkel Doktor ist da. Ach komm, wir warten hier noch. 15 Züge noch. 15 Züge. So, ich hoffe, wir müssen das dann noch ablegen und nicht noch irgendwie abhauen oder so. Und alle Gegner töten, es kommen ja immer mehr. Ah, scheiße, den ich bewegt habe, der steht, blockiert sich quasi selber. Ich hätte gehen sollen. So, die kommen einfach nicht durch. Die trauen sich nicht. Das Geschütz lebt immer noch. Ich dachte, es wäre kaputt, weil vorhin diese Symbole weg waren. Wenn wir uns jetzt drehen. Zwei Punkte. Und wir sehen nichts. Das heißt, er könnte jetzt mal straight nach vorne und diesen Gang sauber halten. Genau, und das machen wir auch. Und die Frage ist, geben wir dir nochmal AP-Punkte, damit er den Gang... Ja doch, komm, das machen wir. Kann er den Gang da sauber halten und wir können uns jetzt hier mal zurückziehen. So. Wer zielt besser? Ein Marine oder... Ne, komm, wir warten noch. Onkel Doktor wartet noch eine Runde. Sergeant geht weiter. So, und du auch. Der mit der schweren Waffe muss leider da stehen bleiben. Den ziehen wir langsam zurück später. Aber für diese Runde muss er noch da bleiben. So, und dann war das schon wieder unsere Runde. 6 Runden haben wir, das heißt 14 haben wir noch vor uns. Und ja, da kommt schon die nächste Brut, die der Schwarm auskotzt. Vor allem in den Eingang, wo ich rein will, da sind gerade 2 und dann, jetzt sind es 3 und da müssen wir lang. Sie greifen mir auch nicht an, sie warten und sammeln sich. Ah. So. Du bleibst hier, Schätzelein. So. Ich weiß nicht, ob der Apothekarius da alle weghält. Ich glaube er nicht. Bruder. Weiß nicht, ob du das hinkriegst. Ach. Komm, opfer dich. Tu was für dein Geld, Bruder. So. Dich packen wir dahin. Und auch da hätte ich noch gerne eine Karte, die wir nicht nochmal umwandeln können in AP, falls der Doktor tot geht. Ehre deinen Orden, Stormbolter. Lege auf einen Terminator. Der nächste Schuss wird ein Erfolg. Oh, die Karte spielen wir. Nämlich auf den Doktor.
So, und eine Karte wandeln wir um. Ja, komm, die wandeln wir um. Weil der Doktor doch krepiert, dann haben wir da die doppelte Sicherung. Du gehst weiter. Weil jetzt alle krepieren. So. Ach, ja. Wenn wir jetzt da hingehen, haben wir dann noch AP, dann können wir so nur hier vorne hinschießen. Wenn er die Tür aufmacht, dann kommt er ja quasi überall hin. Kostet schon wieder 3. Tut mir leid, du musst noch da bleiben. So, mal gucken, was jetzt kommt. Wie entscheidet der Schwarm? Der Schwarm entscheidet, hinter meinen Rücken zu kommen. Wie soll ich denn alle töten, wenn immer mehr kommen? Vor allem, sie greifen ja nicht an. Die warten ja ab, die Schweine. Dass ich nämlich hier gleich kommen muss. Aber es sind 3 Leute, die ich jetzt schon längst angegriffen. Aber da kommen noch, kommt der 4. noch. Wie soll ich denn wegknuspern? Viel auf einmal, da hilft nur eine Granate. Ja. Da kommen gleich 2. Ich hoffe, das Geschütz bringt was. Wir haben es ja neu programmiert. Nein, das bringt nichts. Ja, hat geholfen. Und Feuer. Gut. We shall cleanse. Was ist denn 7 überhaupt? Was können wir da machen? Tür verschließen? Verschweißen? Verriegeln? Oh, warte mal, ich habe was im Auge. So. Tür verriegeln, geht wirklich. Aber wir müssen ja vorbei. 3 Punkte haben wir und 4 Gegner sind vor uns. Ach komm. Die greifen hier nicht an, diese Schweine. Ja, du bleibst auf jeden Fall da. So, mit dir überlege ich noch. Wir müssen hier weiter nach vorne pushen. Ah komm, wir machen's. Space Marines. Für den Imperator. Nein, ich wollte die 4 haben. Genau. Für den Imperator. So. Coole Ansicht. Feuer frei. Genau, du hast es erfasst. Für Terra. So, jetzt sehe ich aber die anderen Schweine nicht. Das ist natürlich scheiße. Wenn wir vorgehen, werden wir gefickt. Die haben zu wenig AP. Ah, die kommen einfach nicht. Die kommen einfach nicht. Jetzt muss ich für ihn wieder eine Karte ausspielen. Damit wir hier irgendwie an Land kommen. Ich krieg hier meinen schweren Kollegen nicht weg. Weißt du was, ich schieße langsam gleich das mal. Ich schieße das mal gleich kaputt. Der bleibt stehen, aber ich schieße das kaputt, damit wir hier mal welche wegkriegen. So, gehe ich noch einen Schritt? Nee, komm. Mein Freund Space Marine. Ich lege alle 3 Karten ab und krieg gleich 3 neue. Meine Maus spinnt gerade. Hallo, Maus. Maus. Okay. Nein. Ziele auf den nächsten. Nein, ja. Ja. Umwandeln. Base Marines. Und Vigilance, Brother. Du gehst einen Schritt vor. Noch 12 Runden. Selbe machst du auch, aber wenn der Sergeant stirbt, ist eh alles gelaufen. Und du, mein Freund. Feuer. Feuer. Ja, darfst schießen. So, jetzt nur kurz Felder zählen. Können ja 6 Felder laufen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aha. Das heißt, er kommt nicht an. 1, 2, 3, 4. Na, warte mal. Falsch. Ich gehe 1, diagonal. 2, 3, 4, 5, 6 und kommt nicht an. Wunderbar. Friss Blei. No mercy. Und können trotzdem noch auf AP gehen. Cool, warum das denn? Nice. Gang gereinigt. Vielleicht fühlen sich jetzt hier bedroht und der eine zieht sich da ab oder so. Damit wir hier weniger werden. So, 11 Runden noch. Bis wir die Melterladung anlegen können. Und da kommen schon die nächsten Clips. Noch mehr Symbionten. Da kommt einer raus. Na, komm, trau dich. Schieß! Ja! Doc hat was richtig gemacht. Wir haben einen Killer-Doc. Dr. House war gestern. Jetzt kommt Doktor... Nein! Kannst du dir auch selber helfen? Nee, scheiße. Selber helfen kann er sich nicht. Die Aufgabe war es ja, dass er anderen Space Marines hilft. Aber sich selber helfen kann er nicht. Hat er nicht gelernt. So ein Horst. So. Ja, genau, komm. Geh nach vorne. Ja, I'm moving too. So. Sergeant. Genau. Hau ihn weg da. Oh. Nein, ich wollte den da. Ja, den wollen wir töten. Nicht die Tür. Danke. Hast du gut gemacht. Guter Mann. Oh nein. Nein, nein, nein. Das passiert mir schon wieder. Das ist mir vorhin auch passiert. Oh, fuck you. Genau das ist mir vorhin auch passiert. Ich habe aus Versehen in der einen Mission habe ich mich auch vorhin in der Ego-Perspektive aus Versehen auf Enter gedrückt. Oh, Gott sei Dank. Das hätte uns jetzt so echt den Arsch... Die hätten uns so in den Arsch... Naja, ich will es nicht sagen. Wörter, die man nicht sagen sollte. So. Wir könnten jetzt straight mit dem Sergeant nach vorne gehen. Ich glaube, das tun wir auch. Ich weiß gar nicht, wo seine Konsole ist. Die ist komischerweise genau da. Nee. Hallo, wo ist denn deine... Ach, die war ja hier. Jo, dann geh mal straight nach vorne. Ich bin ein Sergeant der Blood Angels. So, du hältst den Gang frei. Jetzt kannst du von hinten auch angegriffen werden. Ah. Hm. Das ist natürlich uncool. Das ist uncool. 1, 2, 3, 4, 5. Er kommt an. 3, 4, 5, 6. Das heißt, oh, voller Rückzug. Checking out position. Ich möchte mich nicht auf das Geschütz verlassen und dann meinen schweren Liebling verlieren. So. Oh, warte mal ganz kurz. Wir gehen nochmal zurück. Was haben wir für Karten? Was haben wir für Karten? Was haben wir für Karten? Ziele auf einen Terminator. 2 plus für den nächsten Schuss. Ziele auf einen Terminator. 2 plus auf dem nächsten Nahkampf. Bei Nahkampf habe ich immer Angst, dass sie Konterschläge machen. Darum mache ich 2 plus auf den nächsten Schuss. Und nö, dich will ich nicht. Nö. Nö. Yes. Du darfst es. So, jetzt gehen wir nochmal in seine Ansicht und schlagen wäre schlecht gewesen. Und duck dich nicht. Köpfchen hoch. Komm mal hoch. Ja, komm hoch. Feuer. So, jetzt kann er mit der anderen Leiche knuddeln und ja. War auch nur einer. Der andere war, glaube ich, so ein Fehlplip oder so. So, und wir gehen auch straight in diese Richtung. Müssen ja den Sergeant unterstützen. Ah, unser Dr. House haben wir ja schon verloren. Und weiter. Wollte mal gucken, was der kann, aber konnte halt nur sterben. Oh, er rennt zurück. Okay.
Als da ein Plip rauskommt, das war mir klar. Darum habe ich den anderen Straight hinterhergezogen und der ist genau in der Gefahr. Scheiße. Und der versucht es doch. Na, siehst du? Hat er überlebt? Hat er überlebt? Okay. Er wäre nicht durchgekommen. Joa. Gucken wir uns das nochmal an, ne? Gut. Dann tschüss. Ich habe tschüss gesagt, geh doch nach Hause. Nein, geht ja gar nicht. Okay. Haben ihn erlegt. Unser Chargent kommt dahin. Seek out a service hatch in this chamber. It will lead to a power core within the wreckage of an Imperial Star Cruiser. Rig a charge to the core and arm it for detonation. Ja. Ich glaube, das wird aber erst nächste Runde was, weil, ja, wir müssen, ja, laufen. So, beweg dich. Mit deiner schweren Wumme. Hopp, hopp, hopp. Könnte ich dir, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, könnte ich dir, wir haben noch Karten. Ah, gibt alles nur 2 AP, komm. So, jetzt gehst du halt nochmal 2 Schritte. Damit er dann in diese Richtung gucken kann und halt, entweder kriegen wir das Geschütz mit ihm noch repariert, oder er ist halt das Geschütz. Eins von beiden. Weil die Seite macht mir gerade noch am meisten Angst. Aber bis die kommen, ist glaube ich Weihnachten und wir haben unsere Melterbombe gelegt. Ich hoffe nur, dass wir nicht irgendwie uns zurückziehen müssen. Weil das sind 20 Runden, glaube ich, eher weniger. So, Marine! Schlafmütze! Hatte ich keine AP-Punkte mehr für dich? Ich dachte, ich habe We shall cleanse. So, Schnuckiputzi. Musst mal töten, ne? Du musst dir auch Mühe geben. Bloodraven oder Blood Angel. Angel, wir sind ja Angels. So, Feuer, jetzt aber, komm. Gut gemacht, guter Junge. Dein toter Primarch ist stolz auf dich. So. Und umdrehen. Xenos detected. Vigilance, brother. Oh. Schnuckiputzi ist da hinten. Jetzt könnt ihr kommen. Das Geschütz deckt uns noch, aber hier, wenn sie hier dran vorbeikommen, können sie den anderen Bruder in den Rücken fallen. Aber der dürfte noch eine Runde locker aushalten. Ansonsten ziehen wir den auch zurück in den Gang, dass er halt in diese Richtung guckt. So, boah, wir legen jetzt die Meltergranate, oder was? We read the charge's control signal. Ja. One Melter charge will not be enough, Captain. A dozen more will be needed just to make a dent in this abomination. These space hulks are a rusting sin before the face of the machine god. I cannot abide such foul and defiled machinery. Keep to your repair work, Fabricator, and stay off the Voxnet. My battle brothers will do what needs to be done. Hat aber recht, ich glaube auch nicht, dass eine Melterladung reicht. Brüchten. Haben die noch ein Schiff draußen? Mit dem Schiff einfach draufzimmern, was geht. Haben die nicht sogar Atomraketen oder sowas ähnliches? Ja, und nu? Jetzt habe ich das gelegt und müssen jetzt was machen. Platziere die Bombe an einen markierten Ort. Haben wir gemacht. Platziere die Bombe mit dem Sergeant. Haben wir gemacht.
Begrenzte Anzahl von Plips. In jedem Zug kann pro Spawnpunkt nur ein Plip befinden. Töte alle gegnerischen Einheiten. Ich weiß jetzt bloß nicht, was ich noch machen soll. Warte mal ganz kurz, was war jetzt Nummer 6? Bewegen, schießen, einschalten. Wenn aktiviert, feuern Terminatoren ihre Sturmbeute nach jeder Bewegung automatisch auf das nächstmögliche Ziel. Nein! Wollte ich eigentlich nicht machen. Sergeant, kann ich nochmal machen? Hast du. Und nu? Brauchst du eine Runde Zeit? Ich weiß nicht, was du... Na gut, die sind ja alle noch aktiv hier, ne? Alles noch eingeschaltet? Gut, dann beende ich die Runde. Vielleicht brauche ich ja eine Runde Zeit. Das ist ja nicht so leicht, eine Bombe zu legen. Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Hm. Oh, wir haben es gemacht. I have a target in sight. But wait, something different about this one. It matters not, Brother Sergeant. Seek and destroy. Ja, da hat er was Neues gesehen. Mission erfolgreich in 13 Zügen. Wenn ich vielleicht das Feuer gerafft hätte, hätten wir es sogar in 12 geschafft. Aber leider ist unser Onkel Doc gestorben. Jetzt wissen wir, wofür wir den Onkel Doc brauchen. So, und haben 1000 Schrott Belohnung bekommen oder Bauteile, wie man es nennen sollte. 2 Kettenfäuste. Ja. Das war noch ganz dufte. Captain, your attention. I see your men have found something of interest to me. You intercepted our communications? Natürlich hat er unsere Kommunikation abgehört. Er ist ein Inquisitor. Wir machen sowas tagtäglich. In den Computerspielen sind es meistens immer die Bösewichte oder Arschlöcher. In den Computerspielen. Wie es jetzt im Story Warhammer 40k Universum ist, weiß ich nicht, weil über die habe ich bisher nichts gelesen und auch nicht gespielt oder nichts, keine Ahnung eigentlich von denen. It is within my authority to do so. As your sergeant noted, some of these creatures possess an uncommon form of a kind I have never encountered. I am intrigued. Have no fear, our bolters will make short work of it. There are greater tools than weapons, Captain Abaldo. Be advised, I am dispatching a remote servo skull to examine the Xenos remains and collect genetic samples. Knowledge of the enemy is a critical part of my mission. The Ordo Xenos may continue with its own agenda, as long as it does not interfere with ours. We have detected a significant energy source at grid coordinates 23X75. If it can be rigged with explosive charges, we may be able to cause a catastrophic destabilization in this section of the Hulk. Haben wir jetzt diesen Space Hulk einen Teil kaputt gemacht? Das wurde jetzt nicht erwähnt, ne? Wir haben die Melterbombe gelegt, das war unser Ziel. Die Bombe ist platziert, aber... Gut, das war, glaube ich, jetzt hier so der Anfangsbereich. Jetzt wird es hier ein bisschen breiter. Und ich bin gespannt, also wenn es Aufgaben sind, die wir quasi... Verriegelte Tür. Ach, wir müssen jetzt immer einen Schlüssel holen, um die jeweilige verriegelte Tür aufzumachen. Wenn nicht, muss man einen riesen Umweg gehen. Aber der Umweg bedeutet ja immer Schrott. Eigentlich ist es ja kein Nachteil. Die würde ich vielleicht außen vor lassen, die auch... Und dann hier durchbrechen. Und dann wären wir mit Kapitel 3 durch. So, die Tür ist verriegelt. Ach nee. In der Nähe muss sich eine Kontrolltafel befinden. Verschlüsselte Türen werden uns nicht von unserer Mission abhalten. So. Frage ist, mache ich da jetzt eine Mission, oder? Ach so.
Einfach nur einsammeln, weitergehen, einsammeln, weitergehen. Hinter uns schließt sich die Tür. Wir haben in der Nähe ein Modul ausgemacht. Sollen wir uns auf der Suche machen? Es könnte uns von Nutzen sein. Verstanden, Bruder. So. Vorteil entdecken und die Sachen blinken hier schon wie am Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, ob das eine Mission beinhaltet. Der Schlüssel, den konnten wir ja einfach einsammeln. Gut, ich werde mal gucken. Also wie gesagt, wenn diese Mini-Skirmische, diese Mini-Nebenmission hier quasi, wenn sie sich wiederholt, wenn ich erkenne, dass wir die schon mal hatten, werde ich sie nicht zeigen. Dann werde ich die einfach für mich selber spielen und quasi weitergehen. Weil 5-6 Mal dieselbe Karte möchte ich auch nicht spielen und das möchte ich auch nicht zeigen. Also was finde ich immer doof, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich auch in diesem Spiel doof. Wenn man sowas einbaut, könnte man sich sparen, finde ich. Aber nun gut. Dann, ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Wenn ich irgendwas falsch erzählt habe, das kann vorkommen, weil ich ja nicht so tief mehr in der Materie drin stecke, dann ab in die Kommentare. Wenn ihr tolle Informationen zu Space Hulk habt, irgendwas, whatever, ab in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.